Alle Quecksilberfüllungen setzen ständig beträchtliche Mengen an Quecksilber frei. Diese Menge nimmt mit jeder Art der Stimulierung zu und deshalb hat Quecksilber aus Zahnfüllungen den größten Anteil an der Quecksilberbelastung des Menschen. Die Internationale Akademie für Zahnmedizin und Toxikologie ist sehr besorgt über die einzelnen Sicherheitsbehauptungen der Hersteller und Händler, die das Gegenteil der veröffentlichten und von Experten überprüften wissenschaftlichen Beweise sind. Das Vorsorgeprinzip erfordert ein Tätigwerden, sobald die Möglichkeit einer Schädigung existiert. Außer dem Schatten eines Verdachts ist ein Beweis gar nicht nötig. Im Fall der Schwermetalle und Fremdstoffexposition ist dies nach unserer Meinung ebenso unmöglich wie unnötig. Sie sehen, Quecksilberdampf, der aus einer 25 Jahre alten Silberamalgamfüllung eines extrahierten Zahnes austritt. Der Hintergrund ist ein phosphoreszierender Sichtschirm. Der Quecksilberdampf absorbiert das fluoreszierende Licht und Sie können dies als Schatten sehen. Hier tritt Quecksilber aus einer Füllung aus, die in Wasser mit Körpertemperatur getaucht wurde. Diese Füllung wurde mit einem Radiergummi für einige Sekunden gerieben, so wie die Zahnarzthelferin ihre Zähne reinigt. Dies sind keine geringen Quecksilbermengen. Wenn Sie sehen können, dann ist die Konzentration 1000-mal höher, als es die Behörde für die Atemluft gestattet. Was geschah das letzte Mal beim Zahnarzt, als er in Ihren Zähnen bohrte? Dr. Eichmann zeigt dies mit einem Taschenmesser. Quecksilberdampf entsteht immer, wenn Sie durch heißen Kaffee oder warmes Wasser die Temperatur auf 43 Grad erhöhen oder sogar schon durchkauen. Quecksilber tritt aus Füllungen bei jeder Stimulation aus. Und diese Stimulation lässt Quecksilber für mindestens 1,5 Stunden aus den Füllungen austreten. Manche knirschen mit den Zähnen, manche kauen Kaugummi. Der Zahnarzt könnte eine alte Goldkrone zum Einschmelzen ins Zahnlabor schicken. Was geschieht mit dem zahnmedizinischen Personal? Sie haben dazu keine Einwilligung erteilt. Schon 1985 begann die Internationale Akademie für Zahnmedizin und Toxikologie, die aus den Füllungen austretende Menge an Quecksilber zu bestimmen. Hier ist die Grafik. Sie zeigt, dass beträchtliche Quecksilbermengen gemessen wurden, die aus den Zähnen stammen. Dann berechneten wir die Gesamtdosis. Wir begannen mit Tierexperimenten, wir setzten scharfen radioaktive Füllungen ein. Quecksilber reicherte sich in Kiefer, Magen, Leber und Nieren innerhalb von nur 30 Tagen an. Beträchtliche Mengen Quecksilber verteilten sich von den Füllungen aus in jedes Organ der Schafe. Das sollte für jeden Grund zur Besorgnis sein. Danach stellten wir fest, dass die Inulin-Clearance auf 60% gefallen war, ein Hinweis auf eine Nierenunterfunktion. Kernspinaufnahmen von Affen zeigten das Gleiche. Amalgam-Befürworter monierten, dass die Schafe zu viel gekaut hätten. Okay, aber was ist dann das Problem bei den Affen? Sie hatten Quecksilber in Nieren, Kiefer, Leber, Darm und Herz. Weitere Forschungen stellten antibiotikaresistente bakterielle Fehlbesiedlung fest, die innerhalb von 2 Wochen nach dem Legen der Quecksilber abgebenden Füllungen auftraten. Weitere Studien zeigen Schäden an der ADP-Ribolisierung von Proteinen der Gehirnnervenzellen. Als Antwort auf diese Kontroverse und auf Anfrage der Vereinigung der Gesellschaften für experimentelle Biologie verfassten die Doktoren Lohrscheider und Wimmi einen Leitartikel, der erstmals in der Geschichte der FASEB Punkt für Punkt die Ansprüche der Amalgam-Befürworter widerlegte. 1991 räumte die Weltgesundheitsorganisation ein, dass die überwiegende Quelle der menschlichen Quecksilberexposition ihre Zahnfüllungen sind. Die überschlägige durchschnittliche Tagesdosis aus einem Dutzend Füllungen sind 17 Milligramm Quecksilber. Das sollte für jeden von Interesse sein, der gesunde Kinder haben möchte, denn Quecksilber schädigt Fetus sehr stark. Experimente mit Schafen zeigen, dass Quecksilber aus deren Füllungen sofort in die Plazenta und in jeden nur vorstellbaren Teil des ungeborenen Fetus überging. Durch das Quecksilber in der Muttermilch stieg die Belastung im Lamm sogar nach der Geburt weiter an. Es gibt keine sicheren quecksilberhaltigen Füllungen. Alle quecksilberhaltigen Füllungen setzen Quecksilber frei. Der kombinierte Effekt von Quecksilber, Cadmium und Blei wird gerade untersucht.
Aber er ist nicht wie 1 und 1 zusammenzuzählen. Es ist sogar synergistisch und 1 und 1 könnte 100 oder sogar 1000 ergeben. Warum ist das wichtig? Immer wieder haben wir von der Bleiexposition unserer Kinder durch die Umwelt gehört. Quecksilber und Blei sind zusammen um ein Vielfaches giftiger als Quecksilber allein. Diese schwarzen, korrodierten, löcherigen, quecksilberhaltigen Füllungen sind gebrauchte Füllungen. Sie müssen ungefähr ein Drittel des Zahns wegbohren, um ein Stecknadelkopf großes Loch zu füllen. Sogar wenn sie Quecksilber mögen, dies ist für Kinder falsch. Es führt zu gebrochenen, erkrankten, wurzelbehandelten, gezogenen Zähnen im restlichen Leben des Patienten. Das ist ein Fehler, welcher das Kind für den Rest seines Lebens Geld kosten wird. Millionen an Dollars werden jährlich ausgegeben, um Zähne immer wieder zu reparieren. Zudem folgen die Zahnärzte nicht den Empfehlungen der Hersteller. Sie stopfen Quecksilber in Kinder um Goldkronen unter Brücken. Sie stopfen es mit Gewebe in Kontakt, sogar unter das Zahnfleisch. Aus dieser Goldkrone tritt Quecksilber in jedes Gewebe des Patienten aus. Auch wenn sie Quecksilber mögen, diese Art von Zahnfüllung ist einfach der falsche Weg. Dr. Harold Lowe, ehemaliger Direktor des Nationalen Instituts für Zahnmedizinische Forschung der USA, schrieb schon 1993, die erste Füllung ist ein kritischer Schritt im Leben eines Zahns. Durch den Gebrauch von Amalgam muss viel von der Zahnsubstanz entfernt werden. Nicht nur kranke, sondern ebenso gesunde Zahnsubstanz. Durch diese Hinterschneidung opfern sie viel und das führt zu einem geschwächten Zahn. Sie wissen, dass der Zahn als nächstes auseinanderbricht und sie benötigen eine Krone. Dann müssen sie die Krone reparieren. Und so geht es weiter, bis nichts mehr zu reparieren da ist und Sie den Zahn ziehen müssen. Bei der ersten Füllung sollten Sie etwas tun, was entweder den Zahn wiederherstellt oder mehr gesunde Zahnsubstanz erhält. Verwenden Sie neue Materialien, Composites oder Materialien, die Sie ohne Hinterschneidungen mit der Oberfläche verbinden können. Sie können dies mit geringem Verlust an Zahnsubstanz erreichen, so dass der Kern des Zahns noch vorhanden ist. Ich würde hinzufügen, die Kosten all dieser immerwährenden Zahnreparaturen machen die Kosten für quecksilberhaltige Füllungen enorm. Sogar wenn wir die neurologischen Beeinträchtigungen und Gehirnschäden außer Acht lassen, welche sie sicher beim zahnärztlichen Personal verursachen. Wie auch die Unfruchtbarkeit und das Herzleid, welches in vielen Familien hervorgerufen wird. Diese Akademie ist der Ansicht, dass die verantwortlichen Regierungsinstitutionen den Gebrauch dieser Füllungen verbieten sollten, bis die Hersteller den angeblichen Beweis der Sicherheit tatsächlich erbringen. Unser Motto ist: Erklär mir die Wissenschaft. Die IAOMT fordert ein Moratorium des Gebrauchs von quecksilberfreisetzenden Füllungen. Wir warnen die Patienten ebenso vor der leichtfertigen Entfernung alter quecksilberhaltigen Füllungen. Wenn die genauen Anweisungen zum Patientenschutz nicht befolgt werden, werden alle Anwesenden, inklusive Patient, Helferinnen und Zahnarzt, hohen Dosen von Quecksilberdampf ausgesetzt.